Wisst ihr, bei den meisten sportlichen Limousinen mit 4 oder 5 Sitzen ist es doch meistens so, dass die Autos zwar irgendwie schnell beschleunigen, aber nicht unbedingt so gut ums Eck gehen. Nun, jetzt haben wir allerdings hier den Porsche Panamera 4S. Und Porsche ist sowieso schon irgendwie in seinem Fahrverhalten perfekt, aber können sie das auch auf eine viertürige Limousine übertragen? Und dann stellt sich mir natürlich die Frage, ist das alles nur ein Kompromiss? Funktioniert das wirklich? Oder stellt vielleicht wirklich der Porsche Panamera 4S bei mir alles auf den Kopf? Wir werden es sehen. Zack, und da waren wir auch schon wieder auf Landstraßentempo 100. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Let's Drive, heute mit dem Porsche Panamera 4S. Ja, man muss schon sagen, Porsche hat mit dem neuen Panamera ganz schön für Aufsehen gesorgt. Und dasselbe habe ich auch das Gefühl, wenn man hier im Alltag mit diesem doch blauen Porsche Panamera rumfährt. Die Leute drehen sich danach um, obwohl man es gar nicht so erwartet. Man hätte es eher vielleicht von einem neuen Ölber oder so erwartet. Aber hier in dieser wunderschönen blauen Farbe wird doch oft. Eine Sache, die den Porsche Panamera für mich zumindest persönlich so besonders macht, ist das Innenraumkonzept. Wir haben einen sehr, sehr klassisch gehaltenen Innenraum, auch gerade von der Linienführung, aber trotzdem dieses große Touchdisplay. In der Mitte natürlich Porsche typisch, den großen Drehzahlmesser. An der Seite mit digitalen Anzeigen, aber es ist trotzdem sehr klassisch gehalten, ohne aufgeregt zu sein, ohne irgendwie flippig oder hippig zu sein zu wollen. Es ist total unaufgeregt und es gibt so ein beruhigendes Gefühl. Was bei Porsche neu ist, ist auch hier die Mittelkonsole. Die ist jetzt auch touchig, so will ich es mal nennen, mit Rückmeldung, wenn ich hier eine Taste drücke, zum Beispiel das Fahrwerk einmal härter oder nicht härter oder ESP aus oder Sitzheizung, dann kriege ich so einen kleinen Vibrationsrückmeldung, wenn ich drauf klicke. Muss man sich erstmal, denke ich mal, als langjähriger Porsche-Fahrer so ein bisschen dran gewöhnen, weil das ist ja auch eine neue Sache. Aber das passt echt gut zum Auto. Auch der Sitzkomfort, der kommt hier definitiv nicht zu kurz. Wir haben einen sehr guten Seitenhalt, also wenn es doch mal ein bisschen flotter um die Kurve geht, aber auch eine ganz gute Langstreckentauglichkeit und natürlich, wie bei Macan oder 911 auch, für große Menschen über 1,90 finden hier super viel Platz. Außerdem haben wir in den Sitzen, wenn man das Ganze denn bestellt, Sitzbelüftung oder Sitzheizung, klar, oder aber, und jetzt kommen wir aber zu einem richtig guten Punkt, und das kann der Porsche auch verdammt gut und ist momentan in der Sache auch bei mir auf Platz Nummer 1, und zwar die Sitzmassagefunktion. Das ist schon, die ist sehr gut, die ist wirklich sehr gut und so gefühlt auf der Autobahn kann man dabei total entspannen. Man sollte natürlich aufpassen, man dabei nicht komplett wegnickt oder so. So, einmal den Drehbutton auf Sport. Was an dieser doch fast 2 Tonnen schweren sportlichen Limousine auffällt, ist, wie handlich sie sich fährt. Also sie fährt sich überhaupt nicht zickig, unberechenbar, das ist immer berechenbar, es ist ja fast schon zu perfekt eigentlich. Ich mache das normalerweise ungern in Vergleich ziehen, aber normalerweise war so der M5, M6 so der Platzhirsch, gerade was Fahragilität und solche Sachen angeht, aber der Porsche Panamera hat man das Gefühl, der setzt nochmal eine ganze Stufe oben drauf. Er ist zwar sehr, sehr perfekt, also gerade wenn man hier auch so eine Kurve im Sportmodus ESP. Das ESP regelt einen sehr sanft ein, also man merkt es kaum gar nicht, dass er einen in den fahrphysikalischen Grenzen des ESP-Bereiches zumindest wieder reinregelt. Und das macht echt verdammt viel Spaß. Kommen wir aber zu einem anderen wichtigen Punkt. Gucken wir mal, was wir hier so hören. Selbst im Sport-Plus-Modus, wo er auch schon anfängt zu brabbeln, das macht er übrigens im Sport-Plus-Modus nicht, sehr dezent, sehr zurückhaltend. Das. Ich würde sagen, ihr hört euch das einfach wieder selber an. So eine große Business-Limousine hier, muss ich sagen, lässt er dich wirklich auf den Millimeter genau da hinsetzen, wo ich ihn haben will.
das ist auch im Sport-Plus-Modus nicht zu straff, die Lenkung, dass man jetzt irgendwie sagen würde, ja, sie ist überspitzt straff oder so. Immer vom Lenkgefühl, auch um die Mittellage rum, sehr, sehr angenehm, sehr, sehr fahraktiv. Fast schon sehr perfekt, muss man auch wirklich sagen. Das Getriebe auch, es passt sich im Prinzip jeder Lebenslage an und kann da auch perfekt arbeiten. Das ist, wie schon zum Beispiel bei Macan sagte, man hat ja immer das Gefühl, weiter Roll übernimmt das Schalten so ein bisschen. Vor allem, wenn man es denn automatisch schalten lässt. Wir haben hier eine 8-Gang-Automatik und im Komfortmodus wirklich wunderbar weich, harmonierend, auch spritsparend in der Hinsicht, dass er zum Beispiel segeln kann. Sprich, der Gang wird einfach ausgekuppelt und man kann sich dann einfach eine Runde rollen lassen. Im Sport oder Sport-Plus-Modus sehr scharf, sehr agil. Man hat auch so ein bisschen das Gefühl, dass die Automatik schon vordenkt für die nächste Kurve, um da einen Gang runterzuschalten oder ähnliches. Also wenn man es denn möchte, was getriebetechnisch angeht, hat man ja auf alle Fälle entweder eine Alltagslimousine, die völlig unaufgeregt, völlig unauffällig man damit durch die Gegend fahren kann, oder aber eben auch rein theoretisch mal auf dem Racetrack fahren kann und dort mal ein, zwei Ründchen drehen kann. Die Fahrwerksmöglichkeiten, die wir haben, sind auch ganz schön viel. Also ich kann ja von Komfort bis zum Sport Plus richtig brettharten Fahrwerk, kann ich hier alles einstellen. Wir haben ein Luftfahrwerk, was sich auch in der Höhe dreistufig einstellen lässt, tief, mittel oder hoch. Darunter kann ich wählen und natürlich in gewisser Weise auch die Fahrwerksharte. Ich persönlich muss sagen, wenn jetzt jemand, sag ich mal, schneller über die Autobahn fliegen will, würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen, das härteste Fahrwerkstep zu nehmen, sondern das mittelste von der Fahrwerkshärte. Das ist am angenehmsten und so fühlt sich auch der Panamera irgendwie gefühlt zumindest am wohlsten auf der Autobahn. Was der Panamera auch gut kann, ist dir ein verdammt gutes Gefühl geben. Also ich habe das Gefühl, wenn ich mit ihm sportlich unterwegs bin auf der Landstraße oder gefühlt auch auf der Rennstrecke, dass ich mit dem Auto verwachsen kann und eins werden kann. Ich fühle mich nicht so entkoppelt vom Auto, dass das Auto exorbitant viel für mich macht. Es nimmt mir natürlich viel der fahrerischen Arbeit ab. Wir haben Automatikgetriebe, wir haben vollverstellbares Fahrwerk, die Lenkung, klar, das ESP natürlich auch, gerade wenn es in den Grenzbereich reingeht. Aber ich habe nie das Gefühl, oder das Auto gibt mir nie als Fahrer das Gefühl, dass ich irgendwie nur Teil des Geschehens bin. Hier jetzt gerade so eine Kurve, ich merke genau, was das Auto macht, wie es schiebt. Vorne, hinten, das ist genauso wie die Massage, die merke ich auch richtig gut. Genauso wie das Fahrwerk hier. Das hat Porsche irgendwie echt verdammt gut kombiniert. Dafür, dass wir hier nur Stahlbremsen verbaut haben, also keine Carbon-Keramik. Wenn man dann wirklich mal vor der Kurve so richtig anankert, muss ich sagen, ist das Feedback auch echt gut. Schön festes Pedalgefühl. Ab einem gewissen Punkt sehr fest und dann fange ich auch richtig an zu ankern. Das heißt, also es wird im Alltag auch nicht unangenehm, wenn ich dort mal wirklich nur die Bremse antippe, dass sozusagen ich oder meine Mitfahrer alle anfangen, mit den Köpfen zu nicken. Man kann schön dosieren. Okay, last but not least kommen wir zu diesem Sahnestück vom Motor und das meine ich auch genauso, wie ich sage. Wir haben ja eine V6 Single Turbo mit 440 PS und 550 Newtonmeter. Und was ich daran so besonders finde, ist, dass dieser Motor bis zum Drehzahlende wirklich kontinuierlich Leistung abgibt, ohne aber auf ein Leistungsplateau stehen zu bleiben. Nun zu meinem Fazit, was soll ich sagen? Ist der Panamera mehr Limousine oder mehr Sportwagen? Das ist, glaube ich, eher die Frage, die es zu beantworten gilt. Und genau genommen ist er die perfekte Limousine und der perfekte Sportwagen. Natürlich, klar, man merkt hier das Gewicht, das will alles irgendwie, dass es arbeitet, aber wie er dich als Fahrer einbindet, wie der Komfort ist, der sportliche Komfort, die angenehmen Sachen wie die Klimatronik, die ja sehr vielseitig einstellbar ist, oder die Sitzmassagefunktion, das sind wieder auch Tribute einer echten Limousine, einer sportlichen Limousine, einer Sportwagen-Limousine. So würde ich ihn, glaube ich, nennen. Wenn euch das Video gefallen hat oder ihr Fragen zum Auto habt, dann schreibt es gerne in die Kommentare rüber. Ein Like würde ich mich freuen. Ansonsten würde ich sagen, ich wünsche noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Markus.